Meistens stehen ja die Pflanzen im Vordergrund, aber es gibt auch andere Beispiele. Gartenarbeit mal ganz anders. Hier in diesem Garten in Rudolstadt stehen nicht die Pflanzen im Fokus, sondern die Vögel. Allen voran die Haussperlinge. Das ist ein Spatzengarten. Seit 10 Jahren filmt Wilfried Matz hier seine Spatzen, die leider nicht so schön ruhig halten wie die Pflanzen. Aha, da ist er. Als er begann, gab es nur noch wenig Haussperlinge in Rudolstadt. Doch der Naturschützer hängte Kästen auf und fütterte regelmäßig. Mittlerweile besiedeln die Vögel von seinem Garten aus wieder die ganze Stadt. Obwohl sie so klein und unscheinbar sind, faszinierten die Spatzen den Tierfilmer auch noch nach Jahren. Das sind Vögel, die uns sehr ähnlich sind. Das ist das Verblüffende. Es hat sich an vielen Stellen gezeigt, obwohl ich diesen Vogel nicht vermenschlichen will, überhaupt nicht. Aber es gibt Paare, die leben über Jahre zusammen, sind richtig treue Paare. Aber es gibt auch Paare, wie im Menschlichen, dass der Mann das Weibchen hat, kurz danach sich eine andere sucht und das Weibchen mit den Kindern sitzen lässt. Hunderte Stunden hat Wilfried Matz mittlerweile in seinem Garten gedreht. 2 Spatzenfilme sind fertig. Mit zum Teil erstaunlichen Aufnahmen. Etwa wie ein Weibchen eine riesige Libelle zerkleinert und dann an ihre Küken verfüttert. Die Libellen allein reichen den Vögeln aber nicht zum Leben. Der Vogelfreund muss zufüttern, weil es selbst in seinem eher wilden Garten zu wenig zu fressen gibt. Die meisten denken, ja, im Winter muss man die Vögel füttern. Bei den Haussperlingen ist es aber wirklich so, ich brauche im Sommer mehr Futter als im Winter. Ich verfüttere pro Tag im Sommer durch die vielen Jungvögel etwa 2 Kilo Futter. Unsere Gärten sind einfach zu ausgeräumt für die Haussperlinge. Die würden in diesen ausgeräumten Gärten nicht mehr genug Nahrung vorfinden. Auch im Haus haben die Sperlinge mittlerweile Einzug gehalten. Ein Pärchen lebt bei Familie Matz. Vor 2 Jahren retteten sie die Küken bei einer Dachsanierung. Seitdem tummeln sich die Spatzen auf den Möbeln und weigern sich, in den schönen Spatzengarten zu ziehen. Stattdessen bauen sie Nester im Wohnzimmer und streiten sich zur Paarungszeit. Dann muss Wilfried Matz schlichten und den Spatzenhahn in die Schranken weisen. Als Schwarmvögel sind die Spatzen immer in der Nähe ihrer Menschen. In der Gruppe fühlen sie sich am sichersten. Aber trotzdem sind sie alle Individuen, die im Garten genauso wie die im Haus. Nimmst du dir noch mal ganz? Nee. Also Prinzessin Mimosi mag das nicht. Sie mag auch nur kleine Würmer, ja nicht zu groß.